Willkommen zurück zu einer neuen Folge Darksiders 2. Hier in Folge 67 sind wir beim Stachel. Nicht wahr? Stimmt doch noch, oder? Ja, ich weiß gar nicht, wo man mich rausgelassen hat. Am Eingang des Stachels, da oben geht's zum Labyrinth des Seelenlenkers. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal bald vorbeischauen. Ui, das Reich der Toten. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal vorbeischauen, bald. Aber wir sind ja im Moment auf der Suche nach Judicators Grab. Der ist nämlich der zweite Untergebene des Königs und die müssen wir alle einsammeln. Beim letzten Mal haben wir Pharisäer geholt, beziehungsweise in der vorletzten Folge haben wir ihn, glaube ich, gekriegt. Und jetzt gilt es, Judicator einzusammeln und das machen Das wir. ist kein Ort für ein Klar, Pferd. es ist ein Ort für ein Pferd. Was machst du, was laberst du? Mega der Ort für ein Pferd. Zack, Alter. Was ist das? Halt, stopp, da muss ich lang, ne? Da muss ich lang. So, irgendwelche Special Dashel, Secret Mecrets, nö. Nö, nö, hier ist alles safe soweit. Jetzt muss ich hier, was ist das da? Für ein Altar, aber da ist auf jeden Fall noch eine Seite, wenn ich das richtig gesehen habe. Seite des Buchs der Toten, das ist Kapitel 2, Zettel 1. Krass, ey, wie viel gibt es denn davon? Wo reite ich jetzt gerade drauf zu? Auf die Stadt der Toten, da will ich nicht hin. Umdrehen. Wir sind hier zielstrebig unterwegs. Wir wollen direkt zu Judicators Grab. Bam! Du hast es nicht verdient, hier zu sein. Du auch nicht. So, irgendwelche auffälligen Sachen hier? Nö, ne? Und nicht so die unendliche Lust hier, die ganzen Skelettforce hier zu erkunden. Wir haben sein Grab gefunden. Jetzt müssen wir mit ihm sprechen. Ihn müssen wir also nicht wiederbeleben. Interessant, interessant. So, dann schauen wir mal. Sag mal, was willst du denn hier? Hau ab jetzt. Oh, stimmt, wir haben ja die heftige Glefe gerade ausgerüstet und nicht unsere. Hey! Okay, ich kann wieder raus, wenn ich will. Halt, stopp. Was ist das für ein Siegel? Ich habe keine Ahnung. Naja, naja. So, Asche chillt da ein bisschen auf der Statue. Ruht sich aus. War ja auch anstrengend, ne? Letztes Mal musste er mir ja ganz schön zur Seite stehen und helfen. Da kann er sich mal ein bisschen ausruhen. Vielleicht schaffen wir Judicators Grab ohne seine Hilfe. Benutzen Sie Interdiktion in einem Beschwörungskreis, um einen Fürsten der Toten zu rufen. Diese können. Ja, okay, der kann den Hebel also drücken in dem Käfig. Das kriegen wir ja wohl noch hin, oder? Wo ist denn so ein Kreis? Also hier sehe ich den. He ah, nee. Hä? Ja, wahrscheinlich hier drüben, ne? So, zack. Aufgemacht die Tür. Nee, da komme ich ja her. Dann muss das da sein. Jawohl, da ist es. So, Interdikt. Ist das automatisch ausgewählt? Nee. Interdiktion. Hallo, Fari. Aus der Asche wurde ich wiedergeboren. Ja, so sieht das aus. Erstmal hier nochmal den Skeletthaufen da platthauen. So, Fari, komm mal bitte her, mach mal bitte den Schalter für mich, doch. Ja. Ja. Mach das mal, ne? So. Ja, danke schön. So, Fari, dann weiß ich nicht, ob ich dich gerade noch weiter brauche. Okay, er wurde vertrieben, weil da ein Bannfeld war. Das sind also Bannfelder, okay. Na gut, kennen wir schon, haben wir schon mal gesehen. Hatte ich bloß nicht auf dem Zettel, dass die Bannfelder heißen. Oh. Eine bessere Sense des Schocks. Das gucken wir uns an. Was haben wir denn gerade equipped? Ach, Chaosfang. Chaosfang macht 534 Schaden pro Sekunde. 744 ist schon eine Menge mehr. Was konnte Chaos fangen denn trotzdem sonst noch? Kritischer Schaden 200%, Chance auf kritischen Schaden plus 20%. Nö. Ich behalte erstmal Chaos fangen, das ist eine coole Waffe. Oh, was ist das denn für ein Digger? Na, mein Freund.
Aua. Aua. Lass mich doch mal weg hier. So, friss das. Und das. Ey, das ist voll geil mit dem Sprungangriff. Die kriegen mich nicht. Fast jedenfalls. So, jetzt hört mal auf hier. Aua. Mann, das war ja richtig jämmerlich. Das war ja der schlechteste Kampf aller Zeiten hier fast. Hilfe. So, erstmal den Hebel. Was macht der? Dum, 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 dum. Er hebt eine Plattform an. Okay, so, so. Brauche ich schon den Juri, den Fari? Na, komm mal her, Fari. Aus der Asche wurde ich wiedergeboren. Mist, den hätte ich mir mal eben holen können, dann hätte er mir ein bisschen zur Seite gestanden. Ja, habe ich vergeigt. Naja, macht ja nichts. So, Fari, da kannst du dich ja mal draufstellen. Auf den. Oh, oder auf den. Ja, stell dich mal. Wie du befiehlst. Dahin. Was macht das? Das ist doch scheiße, ist das doch. Krieg ich da. Nee. Fari, komm mal wieder her. Geh mal dahin. Ja, steh da mal so ein bisschen rum erstmal. Ich muss mal gucken, was ich noch draus mache. Ich schätze mal, die müssen irgendwie beide gleichzeitig aktiviert werden und wir können noch irgendwas anderes da draufstellen auf einen anderen Schalter. Uns zum Beispiel. Oder den guten Fari. Ah ne, der steht da ja schon. So, oh, da kann er auch hin. Dann geht da mal kurz hin, Fari. Ich will mal sehen, was das macht. Vielleicht kommt die untere Etage erst danach. So, kommst du jetzt? Auf der Karte sieht man, dass er kommt. Geh mal rüber da jetzt. Mann, oh Mann, wo rennt der denn ganz lang, der Junge? So, zack. So, was macht das? Ah, das hebt die Plattform an. Nee, Fari, das ist schlecht. Da will ich ja noch rauf. So. Nun gut. Oh, da sind die Schatztruhen, Alter. Die brauche ich. Das ist der Rückweg, damit ich wieder hochkomme. So, das müsste reichen. Dann wollen wir mal hier hochklettern. So. Und jetzt können wir von hier da hoch, ja. Von hier dahin. Und hier kommen wir nicht hoch, ne? Ist klar, ist klar. Gut, Fari. Geh mal bitte dahin. Sag mal, wo bist du denn schon wieder ganz am Rumlungern? Konntest du da nicht eben warten auf mich? Mann, 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 Mann. So, nun mach auf da, mach Stein. Fahr mich mal hoch zu dir. Danke, da ist eine Truhe. Boah, was ist das denn für eine Keule? Zorntrank. Unmöglich. Die unheimliche Keule des Frosts. Bestimmt auch nicht verkehrt. Ah, hier ist nochmal so ein eine weitere Schriftrolle des Seelenlenkers. Overness. Ost, West, Nord, Süden. So, tschüss, Fari. Ich komme später wieder oder so vielleicht. So, was, ist das hier für eine Arena, du? Wird hier gleich dick gekämpft? Ist das Fari? Oder Judy? Das ist doch nicht Fari, oder? Das ist Judicador. Keine Steine, Mystiker-Steine.
Ich habe keine Zeit für solche wie dich, Reiter. Ich nehme die Einsprüche der Toten entgegen, nicht der Verdammten. Und was ist mit den Einsprüchen deines Herrn? Ich diene ihm selbst jetzt, obgleich er meine Dienste mit ewiger Qual belohnen würde. Du hast den ewigen Thron verlassen. Sogar hier gibt es verlorene Seelen, über die gerichtet und die in die Stadt der Toten geschickt werden müssen. Ich habe drei solcher Geister gehört, wie sie durch die Flure wanderten. Finde sie und bring sie zu mir. Sobald ich sie von ihrer Vergangenheit geläutert habe, höre ich mir an, was den Fürsten der Knochen sorgt. Warum hörst du dir die Einsprüche der Toten an? Bevor eine Seele in die Stadt der Toten kann, müssen ihre Geheimnisse offenbart und muss über ihr Leben gerichtet werden. Es ist eine Sache der Gnade. Die Seelen wandern bis dahin verloren und blind umher. Und denn? Wir müssen also für Judikator drei verlorene Seelen hier finden. Und eine scheint da irgendwie auf dem Türmchen zu sein. Da kann ich aber gar nicht hin. Ich muss erst hier lang. Die anderen beiden Türen sind zu. Asche, ich kann da nicht hin. Da ist zu. Was willst du denn von mir? Hier ist doch zu. Guck doch. Da, so, ist zu. Mann. Oller Vogel, du. Ich gehe mal lieber hier hin. Hier ist nämlich offen. Und ich schätze mal, wenn wir ihn dann haben, können wir auch das andere Rätsel dann lösen, wo wir dann wahrscheinlich einfach beide brauchen, um an die Schatztruhen zu kommen. Aber das kriegen wir hin. Immer diese Knochenhainis, die hier überall runterhängen. Sieht aber schon krass aus, ey. Was rumpelt denn da? Ach, du rumpelst. Sag mal. Hast du sie noch alle? Hör auf jetzt. Arschloch. Und du willst auch anfangen? Sag mal lieber ruhig. Wie ist mit dir? Ist auch was einzuwenden? Besser nicht, oder? So, rein in die gute Stube. Vielleicht kriegen wir ja die erste Seele. Oh, 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 oh. Bist du die erste Seele? Oh, du kannst mit dem Krug ausstreuen, so Skelette. Nicht schlecht. Guck mal, was ich kann. Aua. Ja, warte mal. Zack, aua. Und fahrt. Alter, das hat wehgetan, wa? Du olle Leiche. Sag mal, was wollt ihr denn hier? Haut ab jetzt, geht mir mal aus dem Weg. So, zack. Voll reingestochen. Und Todesstoß. War aber nicht die erste verlorene Seele. Nee, war es noch nicht. Gut, dann können wir noch eine Tür weitermachen. Gucken wir mal, ob wir da noch hinkommen. Ey! Sag mal. Ich schieße hier deine ehemaligen Eier weg. Okay, doch nicht. Dann hör auf zu gucken, wenn ich dich nicht besiegen kann. Ganz schön gruselig. Ein bisschen gruselig ist das ja. Aber Mythensteine sind hier nicht, ne? Nee. Was ist hier? Können wir Fari holen? Fari, hast du Bock mitzuspielen? Komm mal her. Aus der Asche wurde ich wiedergeboren. Ja, ja, ist schön für dich. Komm mal mit jetzt hier. Ich brauch dich da vorne. Schätze ich mal. Geh mal darüber. Wie du befiehlst. Ja, ja. Ich sage, du machst. Das ist eine gute Freundschaft, die wir hier führen. Wirklich. So funktionieren Freundschaften. Ja. Danke, Fari, ist echt nett. Also wäre ich echt ohne dich nicht hier hingekommen. Bist echt wichtig für mich. So, Fari, geh mal darüber jetzt. Ja. Obwohl. Warte mal, Fari. Vielleicht auch erst da.
Nee, aber da sind die Bombis, ne? Ich weiß es nicht. Fari, geh mal erstmal nach da. Das ist nicht möglich. Unmöglich. Arschloch. Geht das jetzt? Wie du willst. Ach, jetzt geht das. Ich muss es mir einfach dreimal wünschen, ne? So läuft der Hase hier. So, Stein mal rauf da. Die kommt nicht hoch. Todesgriff. Ah, wir können uns an Fari rangreifen. Zack, geil. Rangegrappelt an den guten alten Fari. So, hier. Da wollen wir lieber nicht runter, ne. Ne, ne. Ne, hatte ich satt. So eine Lampe, ne. Stellen wir mal hin. So. Ich wollte doch die Truhe noch einsammeln hier. So. Ist das wieder ein Key oder was? Ne, die Karte 800. Klar, die Karte. Dann brauchen wir noch Bombis. Da so. Ah, das sind auch automatisch explodierende. Das ist nicht verkehrt. Fari, hau mal ab, bitte. Da habe ich doch sonst die Lampe noch für. Pass mal auf, Fari, komm mal her. Geh mal dahin, bitte. Wie du befehlst. Ja, ja, ich befehle das. Oh, was ist das? Ach, da können wir die Lampe ranhängen. Können wir die jetzt auch nochmal wieder abnehmen, wenn wir die doch nochmal für ein Ständerle brauchen? Oh, shit. Ich hoffe, die hätten wir nicht gebraucht für irgendwas. Das wäre echt doof. Obwohl, dann können wir sonst später nochmal wiederkommen, wenn wir den Judikator dabei haben. Denn, dann geht das bestimmt. Ist da so ein Symbol drauf? Ja. Dann müssen wir nur einmal drehen. So. Jetzt ist die Tür hier offen. Geil. So, das machen wir jetzt hier nochmal kurz. Oh, da kann ich runter. War ich da schon? Weiß ich jetzt nicht. Kann ich nicht sagen, auf der Karte vielleicht mal gucken? Kurz auf der Karte mal gucken. Da waren wir schon, ja. Dann wollen wir da lieber nicht runter. So. Wasser. Grünes Wasser, ekelhaft. Ich glaube, da will ich aber trotzdem mal reinhopsen. Geronimo! Ja, da ist nämlich immer was zu holen. Ja, wie taucht man denn nochmal? Ach, so. Noch? Ah, noch ein Relikt von Kargott. Okay. Ein extrem seltenes Gitterrelikt. Da kriegen wir wieder ein paar mehr Taler für. Nicht verkehrt. Ist hier sonst noch was? Sonst ist hier nichts wahrscheinlich, ne? Nee, eine Sache reicht ja auch eigentlich. Vollkommen aus. So, wie komme ich hier wieder raus? Ist hier ein Ausgang? Bitte. Ja, hier. Super. Sehr schön. So, zack. Zap, zap. Aha. Zack, fatz. Yeah, geil. Mega krass. Das soll mir erstmal einer nachmachen. Jetzt pass auf, Alter. Zack. Nee, ich muss hoch. Tod, du sollst hoch. Ja, oder einfach so direkt. Das geht auch. Okay. So, und dann rüber. Oh, geil, jetzt sind wir oben. Boah, wer ist das denn? Fari, komm her, hilf mir. Gehen wir mal hin. Bist du eine von den verlorenen Seelen? Sammle die erste Seele ein auf B. Das machen wir. Und jetzt noch der dicke Kampf. Noch ein Geist. Alter, einfach raufsmashen. Aua, Mann! Hört auf jetzt! Ich will doch nur wegrollen! Aua, Alter! Jetzt ist hier aber mal genug Kinders! Ich werde deinen Kopf heben!
Versuch's nur mal. Aua, Mann. Ich werd die ganze Zeit, ich werd so krass getroffen hier gerade von denen. So, zack. Zack. Ich muss nicht Special Attack machen jetzt. Oh Mann, ich glaub's nicht, ey. Das war doch... Das war ja das Schlechteste überhaupt, ey. So, komm mal her, Seele. Wir starten jetzt den Battle. Zack, Fatz. Aua. Zack. Oh, krasser Angriff, ey. Und nein, hör doch auf, mich anzugreifen hier, wenn ich in der Luft bin. Da bin ich in Sicherheit. So soll es zumindest eigentlich sein. So, Fatz. Und Fatz. Der Geist ist schon mal down. Du hast das getan. Zack. Aua. Dies wird dein Grab. Und Fatz. Au. So, friss den hier, Alter. Wir müssen Critical machen. Yeah. So, die erste Seele haben wir befreit oder gefunden oder wie auch immer. Und ich würde dann auch mal sagen, dass wir hier runterjumpen. Nein! Da! Ja, hier ist eine Kiste. Geil. Was sind das? Irgendwelche Gammelhandschuhe? Egal, warum nicht? Ist nicht schlecht. So, und dann hier mal runter. Zap, zap. Shit, da war noch eine Kiste. Die haben wir vergessen. Wo ist sie denn? Irgendwo unter uns jetzt. Aber wo? Ich kann ihn nicht sehen. Da auf der Seite. Okay, da müssen wir da nochmal runter. Kriegen wir das auch hin? Ganz kurz gucken. So, auf der Seite jetzt runter, ne? Ja, so ungefähr. Aua. So. Zack, haben wir die Kiste auch noch eingesnackt. Geilo Milo. Dann haben wir hier alles komplettido. Kann ich jetzt noch an der Wand lang? Da hilft bloß nichts. Gut, dann würde ich sagen, die zweite Seele holen wir uns dann vielleicht beim nächsten Mal. Oder also wir machen uns auf jeden Fall mal in die Richtung, dass wir die zweite Seele holen können beim nächsten Mal. Und dann sehen wir uns da wieder. Und ist das eigentlich eine Abkürzung hier lang? Nee, ne, wahrscheinlich nicht. Dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder zur zweiten Seele. Bis dahin. Tschüss.